Schön war die Zeit. So ist unsere aktuelle Sonderausstellung benannt, die noch bis zum 14. Juni 2020 zu sehen ist. Diese digitale Führung soll Ihnen einen Einblick in die Ausstellung geben. Ja, schön waren sie, die goldenen 20er Jahre. Das war jene kurze Zeit des Aufschwungs in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre, bevor Weltwirtschaftskrise und Faschismus Europa wieder ins Dunkel stürzten. Zumindest für die Wohlhabenden war es nach dem Ersten Weltkrieg und seinen epochalen Umwälzungen eine Periode der Unbeschwertheit. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Siebenbürgen. Davon erzählen beeindruckende Fotografien aus den Jahren 1926 bis 1928, die das Siebenbürgische Museum bereits 2011 in einem Konvolut mit 540 Schwarz-Weiß-Negativen und handkolorierten Glasplatten-Dias sowie einem zeitgenössischen Diaprojektor erwerben konnte. Bei den in der Ausstellung gezeigten Aufnahmen handelt es sich um Reiseerinnerungen von Fahrten der Schäßburger Bergschule und des Schäßburger Turnvereins. Die Glasplatten-Dias sind keine Unikate, das heißt, sie wurden nicht direkt mit der Kamera als Diapositiv geschossen, sondern erst im Nachhinein in einem Fotolabor, sicherlich von einem Negativ im Umkehrverfahren als positive Kopien hergestellt. Dies erklärt, warum im Konvolut mehrfach identische Aufnahmen vorhanden sind. In einem weiteren Schritt wurden die Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Hand koloriert. Dieser Vorgang ist an Kopien der Aufnahme einer Damengruppe vor dem Parlamentsgebäude in Wien zu sehen, die sich in der Sammlung als monochrome, teilweise farbige und kolorierte Fassung erhalten haben. Wer die Fotografen waren, ist heute nicht mehr eindeutig zu bestimmen. Einer war aber mit Sicherheit der Schäßburger Gymnasialprofessor, leidenschaftliche Sportler und Amateurfotograf Hans Theil. Als Vorstand des Schäßburger Turnvereins organisierte er die Reisen. Da er auf einigen Fotos beispielsweise in akrobatischen Posen zu sehen ist, kann er jedoch nicht der alleinige Urheber der Fotografien sein. Es ist daher davon auszugehen, dass sich unter den wohl situierten Teilnehmern der Fahrten noch weitere ambitionierte Fotoamateure befanden, die ihre Bilder beisteuerten. An manch fein komponierter Darstellung, wie beispielsweise dem pyramidenartigen Bildaufbau des Gruppenbildes von einer Wandertour in den Karpaten, ist zu erkennen, dass die Fotos weit mehr waren als Urlaubsschnappschüsse. Anders als in der heutigen Zeit war bei den Reisen der Weg genauso wichtig wie das Ziel. 1927 führte die Rügenreise des Schäßburger Turnvereins zunächst nach Budapest, wo man auf der Margareteninsel flanierte, oder eine Bootstour auf der Donau unternahmen. Anschließend ging es nach Wien, wo man sich zu einem Gruppenfoto am Strauß-Lanner-Denkmal einfand und im Volksgarten und auf dem Ring spazierte. Weiter führte die Reise über München, Nürnberg und Würzburg nach Heidelberg. Hier hat sich das Foto einer Gruppe am Neckarufer erhalten. Über Mainz und Köln führte die Fahrt nach Hamburg, wo die Reisegruppe Hagenbecks Tierpark besuchte und ausgelassen im Altonaer Volkspark tanzte. Schließlich erreichte man das eigentliche Ziel, die Insel Rügen. Dort gönnte man sich am Strand von Selin ein zweites Frühstück und badete vor der Kulisse der Wiesower Klinken. Zurück führte die Reise schließlich über Dresden, Karlsbad und Prag. 1928 nahm der Verein am Deutschen Turnfest in Köln teil. Auch hier wurden viele Stationen auf der Reise eingeplant, etwa Frankfurt-Sachsenhausen und das Mittelrheintal. Hier entstanden Aufnahmen in Kaup, St. Goa, beim Baden im Rhein vor der Kulisse von St. Goarshausen oder auf dem berühmten Loreleifelsen im Sonnenuntergang. Neben den Reisen ins Ausland haben sich Aufnahmen von Wandertouren und Ausflügen des Turnvereins innerhalb Siebenbürgens erhalten. Sie zeigen die Vereinsmitglieder und die großartige Naturkulisse der siebenbürgischen Karpaten. Die Fotografien sind aber auch Zeitdokumente einer neuen Freiheit, insbesondere der Frauen, die nun in kurzen Hosen an den Bergtouren teilnehmen konnten, was noch 15 Jahre zuvor unschicklich gewesen wäre. Last but not least entdeckten die Mitglieder des Schäßburger Turnvereins
in jenen Tagen auch andere Regionen Rumäniens, an das Siebenbürgen erst wenige Jahre zuvor, nach dem Untergang der K&K-Monarchie, angeschlossen worden war. So haben sich viele Fotografien von unbeschwerten Tagen am Schwarzen Meer erhalten. Hier posierte man im Hafen von Constanza und bei der Akrobatik und beim Baden am Schwarzen Meer in Mamaya. Fuhr aber auch die Donau hinauf bis zur Insel Adakale. Diese Fotos sind, wie jene der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Städte in Deutschland, wiederum echte Zeitdokumente. Da die Insel mit ihren kulturhistorischen Schätzen Anfang der 1970er Jahre in einem Stausee versank. So werden für uns heute, nach über 90 Jahren, die gekonnt fotografierten Bilder an sich zu einem Erlebnis. Sie lassen die Ära des Charleston, der ersten kurzen Röcke und Bubiköpfe, in unserer Vorstellung wieder lebendig werden. Ja, wirklich schön war die Zeit.